Also wir haben uns mal Gedanken gemacht, ob wir hier einfach Technik, Basistechnik zu Computern mal versuchen, ja, als Start mal reinzubringen. Und da ein paar Sachen habe ich recherchiert, mir angesehen, fand das interessant und dachte, vielleicht, wenn jemand also kein Geld für eine elektrische Eisenbahn hat und trotzdem was ein bisschen spielen will, habe ich da, glaube ich, was gefunden, was man benutzen kann. Und das wollten wir heute mal zeigen. Ich denke, wir könnten das, wenn da Interesse dran besteht, auf weiteren Linux-Tagen weiter in der Technik ein bisschen voranschreiten. Was ich interessant fand, ist, dass also ein ganzer Teil dessen, was ich heute hier auf meinen Folien habe, eben gestern auch bei dem Vortrag der Gabriele Sovada vom Computermuseum vorkam, mit Nullen und Einsen, kann ich mich dunkel daran erinnern, dass es da auch vorkam. Und ja, dann wollen wir jetzt mal in diese Technik einsteigen, die da vor uns ist. Also wir haben da einmal die Null, das ist also irgendwie nichts oder eben aus für einen Schalter gesehen. Dann haben wir hier die Eins, die ist dann sozusagen der zweite Zustand, da ist der Schalter ein oder da ist etwas. Und dann müssen wir uns jetzt mal Gedanken machen, was bedeutet das? Also 0 und 1 bedeutet einfach, es gibt kein Fast und es gibt kein Halb, es gibt kein Vielleicht und es gibt auch kein Minus. Es gibt einfach nur diese beiden Zustände, die in so einem Computer vorkommen können. Und das ist wirklich klassischen Schalter, den ich an- und ausschalten kann. Das ist auch so, wie wir das ja gestern hören konnten, im Prinzip so die Anfangsphase der Computertechnik, dass jemand Schalter bedient hat. Und wir haben eben hier einfach nur eine Entscheidung, an oder aus. Und wir haben mit einem Schalter, also auch ein Lichtschalter, ist im Prinzip ein Speichermedium, bei dem ich entscheiden kann, ja, ist Licht gesetzt oder ist nicht Licht gesetzt. Also heute ist hier Licht nicht gesetzt, ist also aus. Ich kann also mit dieser einfachen Entscheidung das regeln. Und wenn man in die Technik eines Computers reinguckt, wie wir es gestern eben bei der Gabriele sehen konnten, ist ja da wirklich dargestellt durch Schalter als Eingabe oder dieser Ringspeicher, der eben abgefragt werden kann, tatsächlich da so zu sehen, also da fehlt mir eine Grafik, die das deutlich macht, dass man die Information wirklich mit 0 und 1 quasi anfassen kann, dass sie existiert und dass das ja, die einzige Information ist, die in so einem Gerät vorliegt, auch wenn sie eben inzwischen recht umfangreich ist. Was kann man denn also nur mit 0 und 1 machen? Denn eigentlich sind das eben die Grundbausteine. Ich kann daraus eine Logik machen, also entscheiden, ob etwas wahr oder falsch ist. Da kann man sich dann wieder drüber streiten, ist wahr nur 0 oder ist falsch 1 oder wie auch immer oder andersrum. Aber grundsätzlich kann ich unterscheiden, ich ordne einem die 0 zu und dem anderen falsch. Ich kann damit tatsächlich rechnen. Das macht vielleicht einem nicht so ganz klar sein, aber 0 und 1 ist die Basis für die ganze Binärarithmetik, die wahrscheinlich eine ganze Menge von euch kennen. Weiterhin kann ich speichern Daten und abrufen wieder und sie also wiederholen und nachgucken, was war da jetzt, habe ich da eine 0 abgelegt. Also wir hatten hier kleine Spielchen vorbereitet, dass wir den Leuten irgendwie Zahlen sagen und man hinterher dann abruft, aber die meisten hätten, glaube ich, um diese Zeit das eh vergessen, was wir ihnen gesagt haben und dass wir also das manuelle Computerspiel, also ich habe das mal gelesen, dass diese von Neumann-Maschine bei den Chinesen mal mit Personen an den Universitäten durchgeführt wurden. Und da die relativ viele sind, konnten sie auch ganz erhebliche Speichermengen damit realisieren. Nur eben, weiß nicht, wie gut die Quote des Bitkippens des einzelnen Speicherelements da war. Und das andere, was man mit 0 und 1 machen kann, ist die Welt verändern. Denn das, was also Computer in den letzten, ja, wenn ich da mal von den Computeranfängen ausgehe, also 60 Jahren getan haben, ist wirklich im Wesentlichen etwas zu verändern. Und das einfach wirklich mit zwei Zuständen 0 und 1. So, jetzt wollen wir uns das mal angucken mit der Logik, die wir da drin haben. Da habe ich also hier, da habe ich was vorbereitet. Es gibt da einen Logiksimulator. Da haben wir den als nächstes. Ne, das ist das Rechnen. Da machen wir wieder zurück. Wenn wir den mal zurück machen hier. So, jetzt habe ich hier meinen Logiksimulator. Da habe ich ein bisschen recherchiert und habe gesagt, okay, ich möchte irgendwas haben, was ich hier, mit dem man sowas nachbauen kann. Und da gibt es ein Programm, das nennt sich Logisim, das ist eine Java-Applikation. Ich habe da auch die URL hinten mit drin. Das ist eine freie Engine, mit der ich auf so einer grafischen Benutzeroberfläche Elemente reinpacken kann. Und dieser Logiksimulator, der kann tatsächlich das, was wir jetzt also hier so mit 0 und 1 beschreiben, tatsächlich darstellen. Also ich habe jetzt hier mal so eine Übersicht und da habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt so ein Bit, das kann ich jetzt hier mit der Maus irgendwie, man kann das sehen, das wird ein hellgrün oder
grün, das heißt also, ich kann da 0 und 1 setzen. Ich habe dann die Möglichkeit, hier Vergleiche zu machen. Das heißt also, wenn ich hier zwei Zustände habe, kann ich sagen, okay, ich setze mal den einen auf 1 und dann kann ich hier überprüfen, okay, das Ding ist also der Meinung, der obere Wert ist größer, der und der ist nicht gleich und er ist nicht kleiner als der untere Wert. Gut, und wenn ich das jetzt hier ändere, dann reagiert die Maschine entsprechend und wir können mit diesem Logiksimulator wirklich alle wesentlichen Sachen, die man früher also mit Fischertechnik oder mit Elektrobausteinen sich zurechtgelötet hat, hier recht einfach simulieren und zeigen. Und also wir haben hier zum Beispiel ein Und-Gatter, damit wären wir bei dieser sogenannten Binärlogik. Was bedeutet das? Und-Gatter ist immer nur wahr, wenn beide Zustände eben wahr sind. Also definieren wir mal 1 als wahr, dann sagen wir, okay, in diesem Falle hier haben wir zwei Nullen und das Ergebnis ist dann auch eine Null. Also die sind beide gleich, ist also wahr, ist nicht wahr. So, jetzt setze ich die beiden auf 1, dann wandelt sich das Ding hier auf eine 1 und das Ding geht auf wieder zurück, wenn ich auf eine 0 gehe. Jetzt bin ich wahrscheinlich bei vielen von euch schon komplett am Ende der Erfassungskraft, aber das nützt euch nichts. Da müssen wir durch, weil wir wollen ja im Prinzip daran teilhaben, dass die Welt verändert wird. Und ich habe ja auch gestern versprochen, dass wir also die Computertechnik durchschaubar machen wollen, damit wir eben auch das, was passiert, wenn wir auf einem Tablet wischen, uns noch nicht verwirrt. Gibt es da jetzt Fragen zu, dass jemand sagt, also ich verstehe ein Und-Gatter oder ein Oder-Gatter nicht? Also ganz ehrlich, wir machen da, also da würden da eben dann auch wirklich noch ein bisschen drauf eingehen, um das für euch verständlicher zu machen. Nur wenn ich das jetzt erläutere und das sind alle, sitzen alle da und sagen, nö, also mache ich eigentlich jeden Tag, das braucht mir keiner erklären, dann können wir uns da die Zeit sparen. Also ist das für euch verständlich, was so ein Und-Gatter, ein Oder-Gatter und ein Exklusiv-Oder-Gatter voneinander unterscheidet? Gut, traut sich keiner, okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass es wirklich zu verstehen ist. Was wir damit basteln können, werden wir im nächsten Schritt sehen. Also wir haben hier eben tatsächlich nur Vergleichsentscheidungen, die getroffen werden. Und ich kann natürlich jetzt versuchen, damit natürlich auch nachher Mathematik zu machen. Dazu müssen wir uns ein bisschen in die mathematischen Grundlagen der Binärarithmetik begeben. Da nehme ich mal den Simulator wieder nach hinten, der kommt nachher nochmal wieder. Wutsch. Flump. Der, wie gesagt, der Link, den habe ich am Ende drin. So, wie kann ich jetzt mit sowas rechnen? So ein Computer wird ja gerne als Rechner bezeichnet. Würde ich sagen, ist aus meiner Sicht eine der falschesten Bezeichnungen für so ein Ding. Wenn ich jetzt also dieses Zahlensystem habe, das Binäre, und ich habe jetzt so eine Zahlenfolge von 0, 1, 0 und 0, das soll dann gleich 4 sein. Also ich verstehe das. Es bedeutet einfach, auf den einzelnen Stellen sind andere Werte, als wir sie bei uns aus dem Dezimalsystem kennen. Das heißt also, eine 0 ist eine 0 und eine 1 ist eine 1. Da sind also das Dezimalsystem, mit dem wir täglich zu tun haben, und das Binärsystem noch ziemlich gleich. Nur wenn ich also im Prinzip eine 10 darstelle aus meinem Dezimalsystem, bedeutet das nur, dass ich also kein 1er-Bit gesetzt habe, aber ein 2er-Bit und dann im Wert setze ich es zusammen, dann wären das also eine 2. In diesem Falle habe ich also kein 1er-Bit gesetzt, kein 2er-Bit gesetzt, aber das 4er, also das Bit, was einen Wert von 4 hat, gesetzt. Das heißt also, diese Zahl 100 ergibt in meinem Binärzahlensystem eine 4. Und wenn ich damit was jetzt rechnen möchte, dann ist das eben ja, also ihr kennt das, wenn man also jetzt, früher hat man sowas noch in der Schule gelernt, ich weiß nicht, ob das heute noch ist, wenn man also jetzt so ein Rechentürmchen hat, dann hat man immer so einen Übertrag, den man aufschreiben muss, dass man also einen im Sinn, nicht? Also das ist das Schöne bei diesem Binärsystem, man kann immer nur einen im Sinn haben, bei zwei hat man irgendwas verkehrt gemacht. Da können wir uns jetzt mal angucken, wie rechnet jetzt so ein Addierer. Ich habe jetzt hier so ein Ding, das ist also ein Oder-Gatter und ein X-Oder-Gatter, die miteinander verknotet sind. Das heißt, ich habe hier zwei Zahlen, da sage ich, okay, die eine ist jetzt 1 und die andere möchte ich dazu zählen. Dann müsste ich ja 2 haben. Was macht der jetzt hier? Jetzt zeigt er mir eine 1. Nee, das kann nicht stimmen.
Das ja, der Übertrag fehlt uns. So, um das jetzt zu sehen, muss man sich ein bisschen mehr Theater machen. Entschuldigung, nee, das war, also der Übertrag muss dann hier weitergegeben werden an die nächste Zahlenkolonne. Und, oder beziehungsweise ich muss auch einen Übertrag verarbeiten können, so ist es. Also jetzt, also für diese Lösung stimmt es, ich zähle also zweimal eine Zahl zusammen, aber hier fehlt mir jetzt im Prinzip die Reihe, die wir unten sehen werden. Das heißt also, ich habe hier jetzt einfach zweimal die 1 zusammengezählt und kriege dann hier eine 1, aber es fehlt mir die Information, ob ich vorher schon von einer weiteren Rechnung komme, weil ich muss ja so eine ganze Kategoriezahlen da darstellen können. Wo ist sie denn hier? Da ist sie. Hier habe ich jetzt einen Addierer, der auch noch ein vorhergehendes Übertragsbit liefert. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel gerechnet 1 und 1 und habe jetzt also eine 2 rausbekommen, aber die Ausgabe ist eigentlich ja nur die 0 und die 1 geht schon in die nächste Stelle. Wenn ich jetzt das Ganze mit einer längeren Zahlenkette machen will, muss ich mir sozusagen merken, dass ich da eine Übergabe habe, um wieder sinnvoll addieren zu können. Und das habe ich hier in diesem Fall so, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier eine 1, die ich von der vorhergehenden Addition übergeben bekomme und berücksichtige sie. Und schon habe ich jetzt hier, selbst nur mit einer Zahl, die ich zu der bestehenden 1 dazuzähle, eine 2 bekommen. Und wenn ich die nächste bekomme, setzt er hier ein Übertragsbit und sagt also, okay, das muss jetzt eine 3 sein, die rauskommt. Das heißt also, dein Zweierbit ist gesetzt und das nächste, der Übertrag ist, kommt da mit nach. Und damit, die koppel ich jetzt miteinander, diese Kollegen. Das heißt also, ich kann jetzt hier zwei Zahlen einsetzen. Das heißt also, ich nehme jetzt hier zum Beispiel eine 1 und da, nee, Entschuldigung, eine 2 und hier eine 1 und dann bekomme ich hier eine 3 raus. Das heißt also, ich setze das erste Bit, das zweite Bit macht zusammen 3 und hier habe ich die Zahl mit dem 1er-Bit und mit dem 2er-Bit. Funktioniert also mein Addierer. Wenn ich jetzt dann noch wieder was zuzähle, dann setzt er da auch wieder ein Bit. Und diese Elemente hier, die sind eigentlich relativ einfach zu verwenden. Die kann man da so als grafisches Element, kann man sich also hier die Arithmetikschaltung, Bitshifter, Subtrahierer irgendwie rausholen, einsetzen und dann kann man damit ein bisschen basteln. Wie gesagt, das ist also quasi eine elektrische Eisenbahn für Leute, die sich mit Logik auseinandersetzen möchten. Das kann auch zum Beispiel etwas, was triggergesteuert ist, das also mit bestimmten Frequenzen arbeitet. Ich habe mich da also noch nicht viel tiefer mit beschäftigen können, weil wir in letzter Zeit wirklich arg viel um die Ohren hatten. Und ich habe hier eben auch, gut, dann kommen wir jetzt mal wieder, also wir haben jetzt, Mach mal. Eine Zahlenkombination rein, wo man den Übertrag mal sieht. Siehst du doch, oder nicht? Ach so, du meinst jetzt hier unten den Übertrag für die nächste Gruppe. Entschuldigung. Das heißt, ich zähle ja hier zwei Zahlen zusammen, die größer sein können als die Zahlen selber. Und dann... So, ups. Ach so, ich muss hier wieder zurück. Ne? Entschuldigung. So, dann setzen wir hier mal einen Übertrag. So, jetzt entsteht eben ein Übertrag. Das heißt also, die beiden Zahlen, die ich addiere, geben also im Prinzip aus der 4-Bit-Zahl, die ich da vorher habe, wird jetzt eine 5-Bit-Zahl mit einem führenden Bit, das mir da zeigt, die ganze Sache ist also jetzt einen höher gestiegen. Also muss man eben vorstellen, wenn ich 50 und 60 zusammenzähle, habe ich 110, habe ich auch ein führendes Bit mehr oder eine führende Dekade mehr. Genauso funktioniert es hier eben mit 0 und 1. Nur eben, man kann sich schon vorstellen, dass man elend viel solcher Schalter braucht, um jetzt zum Beispiel mit richtigen Zahlen oder mit großen Zahlen zu hantieren. Aber es sind halt immer die gleichen Elemente und diese Elemente lassen sich relativ einfach inzwischen in Transistortechnik darstellen, sodass ich die eben auf solche Schaltungen dampfen kann und damit eben CPUs erstellen kann, die dann eben solche Rechenoperationen machen. Und wir sehen also, dass hier eben, also ich glaube inzwischen, wo sind wir da? Ich glaube bei 4 oder 5 Transistoren, die einen so ein Gatter verbraucht, dann kann man sich also ausrechnen, was da eben an Milliarden an Transistoren in solchen Rechnersystemen nötig sind, um das hinzubekommen.
Ja, wir können ja also noch ein bisschen spielen. Kann mir jemand also eine Rechenaufgabe geben, die sich im Bereich 8 plus 8 bewegt, die wir hier mal darstellen können? Gut, versuchen wir es mal mit 3 plus 5. Also eine 3 setze ich, indem ich also eine 1 habe, eine 2. Und eine 5 mache ich, indem ich eine 4 und eine 1 nehme. Das gibt auch zusammen 5. So, was habe ich jetzt? Das 8er-Bit-Gesetz macht 8. Also 3 plus 5 gibt 8. Finde ich, das haut schon einigermaßen hin. Oder was sagt der wissenschaftliche Beirat? Man sieht hier auch sehr schön, dass zwischen den einzelnen Modulen hier immer der Übertrag weitergegeben wird. Ja. Also wir haben hier oben einen Übertrag, dadurch haben wir hier halt wieder 1 plus 1 ist wieder ein Übertrag, hier wieder ein Übertrag, bis es dann halt final zu der 8 kommt. Denn eigentlich müsste eben in der letzten Zeile, wenn man da einfach nur 0 und 0 zusammenzählt, ja gar nichts kommen. Da kommt der Übertrag von der vorhergehenden Zeile dazu. Genau. Ja, da haben wir jetzt also eine einfache Rechenaufgabe gemacht. Wir haben jetzt eben noch ein kleines Problem dabei zu lösen. Mal sehen, dass ich dieses Fenster nicht wegkriege. Nein, das. Wir haben noch das Problem zu lösen. Wie wollen wir das denn jetzt regeln, wenn wir da jetzt wirklich mit rechnen wollen, wenn wir kein Minus und kein Halb haben? Das macht natürlich die Sache nicht unbedingt einfach. Das mit dem Minus ist tatsächlich relativ einfach zu lösen, indem ich mir den Übertrag spare. Ich kann jetzt also zum Beispiel diese beiden Zahlenkolonnen zusammenzählen. Wenn ich also meinen Übertrag wegnehme, den wir eben gesehen haben, dann kommt da tatsächlich beim Addieren 0 raus. Das kann man einfach mal durchführen. Ich addiere also eine 0 zu der 0, bleibt 0. Ist sie da? 0 plus 0, noch eine 0, ist sie da? Dann habe ich eine 1 und eine 1, gibt eine 0 und einen Übertrag von 1. Addiere ich die 1 und die 0 mit dem Übertrag, gibt auch wieder eine 0. Also habe ich jetzt hier die Rechenoperation 0, 1, 1, 1, 0, 0 plus 1, 1, 0, 0 ergibt 0. Und das ist jetzt ein bisschen gemein, aber wer in Mathe in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass ich jetzt mit mal ein inverses Element habe. Das heißt also, diese Kombination und diese ist sozusagen das Minus von der Zahl. Und da kommen wir auf das Konzept, wie werden Minuszahlen im Binärbereich dargestellt. Ich sage einfach, okay, ich kann halt nur bis 4 zählen. Ich habe zwar 4 Bit, aber das vordere Bit, das kann ich nicht für eine Zahl verwenden. Das ist halt das Vorzeichen. Wenn die 0 ist, wird die Zahl als positiv aufgefasst. Wenn eine 1 gesetzt ist, dann ist es halt ein negatives Vorzeichen. Ich begrenze damit den Zahlenraum, in dem ich rechnen kann, jetzt bei diesem Rechner, den wir da haben, auf tatsächlich 3 Bit. Also ich kann im Zahlenraum bis 4 rechnen, ist sogar noch falsch, weil ich dann den Übertrag nicht habe, aber ich kann eben nur mit diesen Zahlen hantieren und dann ist Schluss. Und das bedeutet, ich habe also wirklich auch bei extrem großen 64-Bit-Rechnern oder 128-Bit-Zahlen wirklich einen begrenzten Zahlenraum, in dem ich überhaupt arbeiten kann. Aber ich habe dafür, dadurch, dass ich die Sache halbiere, auch noch eine Minuszahl. Das heißt also, die Addition von natürlichen Zahlen, das kriegt man damit geregelt. Ja, das birgt natürlich auch ein kleines Problem. Wenn ich mir jetzt mal überlege, dass ich jetzt zum Beispiel die 4 mit einer 5 addieren möchte, dann kommt da plötzlich minus 1 raus. Und diesen Überlauf, den muss man halt auch immer ein bisschen im Kopf haben. Also es gibt da halt Probleme, die durch diese Darstellung halt noch mit auftreten muss. Und da ist halt der fitte Programmierer immer gefragt, der dann solche Sachen irgendwie abfangen muss. Kleine Ergänzung. Üblicherweise auch bei modernen Rechnern ist das üblicherweise leider so, dass es keinen Alarm gibt bei einem derartigen Überlauf. Das heißt, dass der Programmierer ist gefordert, das selber abzufangen, denn sonst passieren die wundersamsten Sachen im Programm. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel Zeiger adressieren würde und da solche Arithmetik haben würde, würde der Zeiger komplett in die falsche, wenn man beim Wechsel von einem 8-Bit-Rechner auf einem 16-Bit-Rechner, kann man da sehr lustige Effekte haben. So, jetzt haben wir noch,
das Lambda-Kalkül. Wobei das natürlich nur für die ganz, ganz archaischen Programmiersprachen gilt. Wenn man irgendwas Moderneres einsetzt, so ab der 60er Jahre etwa, da kann man dann tatsächlich mit beliebig großen Zahlen rechnen, ohne als Programmierer sich darüber Gedanken machen zu müssen. Ja, aber nein, nur dadurch, dass das man... Das war jetzt eine vollkommen falsche Aussage. Man benutzt da ja aber Techniken, die irgendwo implementiert sind, die einem das ermöglichen. Also ja, es gibt da Lösungen für und die kann man dann einsetzen. Aber wenn man hier so auf Hardware-Ebene rumarbeitet, dann hat man das Problem halt trotzdem. Hinnerk, du hattest jetzt Folge 4 von unserem Vortrag angesprochen. Dadurch, dass wir hier eben ja den Zahlenbereich oder sehen, dass wir einen endlichen Zahlenbereich haben, also gerade bei den natürlichen Zahlen ist das also relativ einfach, also bei den Gleitkommazahlen ist es noch viel schlimmer. Wir haben also wirklich das Problem, dass wir in einem Rechner manchmal in einem Zahlenraum arbeiten müssen, wo die Genauigkeit so ist, dass ich einfach eine große Zahl habe, die innerhalb der Genauigkeit des Rechners liegt und eine kleine Zahl habe. Und wenn ich die beiden aber zusammenzähle, das gar nicht für eine Differenz mehr macht, weil der Rechner es nicht unterscheiden kann. Er kann halt nur in einem begrenzten Raum rechnen. Ja. Aber könntet ihr nicht da so eine zusätzliche Schaltung dran machen, die diesen Überlauf erkennt? Weil wenn wir das erkennen, dann kann doch der Computer auch sehen, da ist jetzt von, ja, ist 9 eigentlich ausgerechnet worden, ich habe noch einen Übertrag, noch eine Stelle weiter. Nein, das dann ist muss ja er technisch das bedingt. Ich habe ja halt nur 4 Stellen, wo ich was reinspeichern kann. Naja, aber hier war jetzt das Problem, dass das einfach durch, dass man es nicht merkt und einfach weiterrechnet. Aber da kann ich doch eine Schaltung dran machen, die das erkennt und dann einfach eine rote Lampe anmacht, sagt, oh, jetzt hast du einen Rechenfehler gemacht. Einen Überlauf gemacht, das ist doch möglich. Also wenn wir jetzt bei der Hardware sind, dann muss doch gehen. Bei Gleitkommaoperationen gibt es tatsächlich ein Interrupt. Das ist eigentlich ein bisschen komisch. Ne? Bei Gleitkommaoperationen, bei normalen Rechenarchitekturen, die man hat, bei Gleitkommaoperationen gibt es tatsächlich ein Interrupt, wenn es irgendwo einen Überlauf gibt, ja? Wenn also meinetwegen der maximale Exponent überschritten wird. Bei der sogenannten Integer-Arithmetik, also bei den ganzen Zahlen, da komischerweise normalerweise nicht. Was aber natürlich hilfreich ist, was schon angedeutet wurde, bei modernen Programmiersprachen, die haben teilweise ein derart strenges und striktes Typkonzept, dass da unbemerkt vom Programmierer sozusagen bei jeder Operation nachgeprüft wird, ob die im erlaubten Bereich ist. Das geht sogar so weit, dass man sich einen Typ Monat definieren kann, bei dem man sagt, hat nur das Intervall 1 bis 12. Und unabhängig davon, was in der Speicherzelle gespeichert werden könnte, wird bei jeder Operation nachgeprüft, automatisch, ob das Ergebnis im Bereich 1 bis 12 liegt. Und wenn nicht, dann wird eine Ausnahme signalisiert, die dann zum Beispiel zum Programmabbruch führt oder die der Programmierer abfangen kann. Ja, und das heißt, die Hardware, die unterstützt es normalerweise nicht. Ich glaube, Hinnerk, bei dem Tempo, mit dem wir vorankommen, werden wir also die modernen Programmiersprachen ungefähr beim 100. Linux da haben. Nein, es ist cool. Okay, so jetzt haben wir eben, also das mit dem Minus haben wir jetzt versucht zu klären. Da war eben mit also Schwierigkeiten verbunden, aber wir sehen eben, dass wir eben aufpassen müssen auf so einen Computer, was wir dem da programmieren. Da wären wir wieder dabei. Der Schalter, der macht nichts verkehrt. Der hat einfach nur die Info, ich soll 0 oder 1 sagen und ich merke mir das, solange ich kann. Und gibt dann die Information auch dann nach Bestem und Gewissen ab. Aber wenn ich sie, also was wir damit machen, liegt dann bei uns. Und wenn dann da so ein Trottel steht wie ich, der dann eben nicht weiß, dass ich da eine hätte rote Lampe programmieren können, dann falle ich da halt rein. So, jetzt haben wir das Problem mit halb. Das ist also, da habe ich mir nur, also mal komplett laienhafte Gedanken gemacht. Wie kriegt man denn nur sowas hin? Wie kann ich jetzt Gleitkommazahlen, ich hoffe, dass das also nicht zu kompliziert ist, das Wort, binär darstellen. Also ich nehme jetzt mal so eine Zahl 12,0456 und die möchte ich jetzt irgendwie umwandeln. Da kann man dann, hatte ich mal so die Idee, ach, wie machst du das? Du nimmst dir einfach das Stück vor dem Komma und das Stück hinter dem Komma, merkst dir das und rechnest dann irgendwie damit. Und da habe ich jetzt irgendwo festgestellt, oh, das ist irgendwie Mist. Das funktioniert nicht. Also wenn ich also eine 12 habe, das wäre also das Stück vor dem Komma und 0, also 4,56 wäre das Stück nach dem Komma. Ich speichere das irgendwie ab, hole mir das wieder raus. Dann habe ich da also irgendwie was falsch gemacht. Also das Konzept haut irgendwie gar nicht hin. Ja, dann gibt es da noch die Möglichkeit, dass ich mir sage, okay, was mache ich denn mit den einzelnen Zahlen? Kann ich da was anders machen? Und da gibt es, also ich habe jetzt hier mal so, das ist so ein BCD für Arme, gedacht, okay, ich
möchte jetzt jede einzelne Zahl als Binärzahl darstellen. Und das heißt also, da ich ja im Dezimalsystem ja Werte von 0 bis 9 habe, muss ich also ein paar mehr Bit haben, um wirklich die Zahlen darstellen zu können. Das heißt also, ich habe jetzt hier mit 4 Bit, kann ich Zahlen bis 16 darstellen. Also bis 8 komme ich leider mit dem Dezimalsystem nicht aus. Also wir hätten es einfacher gehabt, wenn wir also ein Oktalsystem hätten. Aber da wir ein Dezimalsystem haben, muss ich also jetzt 16 Zahlen blockieren oder 16 Binärstellen blockieren, um jetzt alle meine Zahlen darstellen zu können. Das interessante Abfallprodukt dabei wäre, dass man sagen kann, okay, alles, was jetzt sozusagen über 9 ist bis 16, da kann ich ja ein bisschen was für Kommas, Vorzeichen und so weiter definieren. Und ich kann dann also sowas basteln, dass ich mir sage, die 1 vor dem Komma ist eben eine 001, die 2 vor dem Komma ist eine 0010. Dann nehme ich das, was hinter dem Komma ist, da kann ich jetzt auch sauber meine 0 verarbeiten, die wird mir jetzt nicht als führende 0 da irgendwie entsorgt. Und dann sage ich eben mal einfach die 1001, also oder die 101001, die 9 ist ja die letzte, die ich brauche. Also kann ich zum Beispiel das da drüber für ein Komma nehmen und ein Vorzeichen draus machen. Was dabei rauskommt, ist natürlich, dass ich aus Dezimalzahlen eine elende Zahlenkette bastel, die riesig groß ist, enorme Speichermengen verbraucht und unheimlich schwer abzuarbeiten ist. Also wir haben das ja bei dem Vortrag gestern gehört, dass wir dann eben Stück für Stück die Zahlen aus dem Speicher holen, irgendwo hinsetzen, dann müssen wir definieren, wie lang ist sie gewesen. Diese ganzen Informationen müssen wir da unterbringen. Das ist also wirklich richtig schwer auszuwerten und ist richtig kompliziert. Und als ich da noch ein bisschen weiter gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich was für die 11. Open Source und Linux-Tage. Und da könnten wir uns dann mit Gleitkommazahlen beschäftigen. Aber das hier noch zu vertiefen, wäre echt ein bisschen heftig. Und deswegen habe ich also jetzt nochmal das Fazit. Also 0 und 1 reichen also komplett aus, auch um so eine Gruppe wie hier komplett zu verwirren. Man kann also exakt rechnen mit Fließkommazahlen, kann also ein Schaltersystem wirklich nur mit Hilfe von Programmen, sei es Koprozessoren, sei es Intelligenz. Auch bei Binärzahlen haben wir irgendwo eine größte darstellbare Zahl, wo der Computer definitiv am Ende ist und sagt, jetzt ist sie mal weg. Warum sollte man dann einen Computerrechner nennen? Das ist mir nicht so ganz klar geworden, also noch nie so ganz klar geworden. Also mir ist das eigentlich immer als eine Speichereinheit, die Werte abrufen kann, vergleichen kann und so weiter. Besonders interessant wird also dieser Ausdruck digital, finde ich, wenn es dann um Digital Natives geht, um digitale Wirtschaft, um Marketing. Ich glaube, die meinen was anderes, wenn sie das sagen. Also die Begrenzung auf den Zustand 0 und 1 haben die sicher nicht gemeint, als sie gesagt haben, wir machen digitale Wirtschaft. Da werden also Begriffe ein bisschen durcheinander gebracht. Und das ist eben das, was wir hier eben ja auch mit den Linux-Tagen immer wieder versuchen, da ein bisschen Licht in die Sache zu bringen und das Ganze voranzubringen. Ja, Frage wäre jetzt eben einmal, ist dieses Verfahren, was wir hier machen, interessant? Wollen wir da weitere Themen sozusagen für die nächsten Linux-Tage mal ins Auge fassen? Und da ist noch die URL zu diesem Logiksimulator, der, soweit ich das gesehen habe, auf nahezu allen Systemen in so einer Java-Engine am lauffähig ist, sodass man damit ein paar Sachen machen kann. Man könnte bei Interesse eben auch einen Workshop damit machen, wo man sagt, hier diese Problemstellung haben wir, denn also wer Bock hat und sich diesen Logiksimulator mal anguckt, also der kann einige Dinge, die ich als, na, wie soll man sagen, Hobbyinformatiker ganz witzig finde. Ich kann zum Beispiel dort eine Wertetabelle eintragen und er generiert mir daraus eine Schaltung. Und das hat mir damals im Studium, das ich versucht habe, relativ viel Arbeit gespart, weil also die Schaltung ist zwar nicht optimal, aber sie hat die Gleichung gelöst. Ja, da wären wir jetzt, also wie wollen wir weitermachen? Ist das interessant oder ist das doof? Es wird in die Gesichter. Weitermachen, gut. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Hat also einer jetzt gesagt, also mein Zahlenraum ist noch nicht überschritten. Erstmal wollte ich Ihnen sagen, Sie sind in guter Gesellschaft. Der deutsche Pionier, ich sage jetzt absichtlich nicht Rechnerpionier, sondern der deutsche Computerpionier, Konrad Zuse, meinte ja, der Begriff Rechner sollte für den rechnenden Menschen vorbehalten bleiben und hat dann irgendwann mal vorgeschlagen, die Maschine Rechne zu nennen, ohne R hinten, aber er konnte sich merkwürdigerweise damit nie durchsetzen.
Was war noch? Können Sie mir eine Folie nochmal zurück? Und zwar zu den, nur eine bissige Anmerkung. Konrad Zuse, der war mit Sicherheit ein digitaler Ureinwohner, ein Digital Native. Frau Sowada von gestern, die ja Ende der 60er Jahre angefangen hat mit Datenverarbeitung, sicherlich auch noch. Ich mag mich nicht da richtig dazu zählen, weil ich erst 1972 angefangen habe. Aber die jungen Leute von heute, die sich als Digital Natives bezeichnen, das sind doch die Zuwanderer, die ganz spät auf den Zug aufgesprungen sind. Und die bezeichnen sich als digitale Ureinwohner. Was für ein Irrsinn und was für eine Arroganz. Das ist Nullen und Einsen. Ja, noch weitere Fragen? Da haben wir es tatsächlich geschafft. Achso, Uli. Computer haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ne? Wir haben ja nur gesehen, wie man Zahlen zusammenzählt. Ja. Wie irgendwas Befehle aus dem Speicher holt und die dekodiert und ausführt. Das kommt dann in Teil 5 bis 9. 5 bis 9, genau. Gut. Freue ich mich schon drauf. Okay, wir können das auch beim Webmontag immer noch mal zwischendurch machen. Ja, prima. Ich bedanke mich und wir sehen uns dann wahrscheinlich unten bei der Tombola nochmal. Denn heute gibt es wieder einen großen Pinguin zu gewinnen, einige Bücher und T-Shirts. Dazu ist es erforderlich, dass ihr einen Feedbackbogen unten ausfüllt und in die Lostrommel werft. Notwendig ist dafür nur eine E-Mail, keine E-Mail-Adresse, ein Name, den wir dann wieder zuordnen können, damit wir euch aufrufen können. E-Mail-Adresse könnt ihr eintragen, dann werdet ihr auf unseren Verteiler für die Linux, also für die Kilux Info genommen, wo ihr über neue Veranstaltungen, Abendveranstaltungen und Sachen informiert werdet. Also zugespammt werdet ihr nicht. Ich schätze, so im Schnitt gibt das 10 Mails im Jahr. Damit kann man wohl, glaube ich, klarkommen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.